Hallo und herzlich willkommen. Ja, wer kennt es nicht? Man sitzt da ganz gemütlich in seinem Häuschen und dann kommen auf einmal diese Grünhäutigen auf einen zugerannt. Und da ist uns doch schon allen dieser Ausruf widerfahren, dass wir gesagt haben, die Orks müssen jetzt einfach sterben. Und das ist genau das, was wir heute spielen. Orks Must Die. Ich habe tatsächlich beide Teile, also den ersten und den zweiten in meiner Bibliothek. Den ersten gucken wir uns heute an und ihr seht, ich muss erstmal hier ein neues Profil irgendwie auswählen. Und dann können wir auch schon loslegen. So, es ist ein Tower Defense Spiel. Das heißt, wir müssen verteidigen gegen anrollende Horden. In dem Falle sind es anrollende Horden von Orks. Und das machen wir jetzt einfach auch. So, dann gehen wir nochmal auf Spielen. Also man sieht hier, ich muss diese Level offensichtlich nach und nach hier freischalten. Das ist scheinbar ein... Ach, hier kann man auch irgendwelche Kampagnen wechseln. Das ist offensichtlich der Schwierigkeitsgrad, den ist so, den man so nimmt. Und... dann legen wir mal los. So, was haben wir denn? Hiermit bewegen wir uns. Okay, die übliche Steuerung. E ist eine Falle verkaufen oder eine Balliste bemannen. Gedrückt halten zum Sprinten. Damit springen wir, Waffe oder Zauberspruch einsetzen. Sekundärwaffe, Zauber. Und ja, ich würde mal sagen, übliche Steuerung, oder? Ich habe jetzt hier gar keinen Controller angeschlossen. 300 Jahre lang kämpfte ich für den Orden. Ich habe tausende Orks getötet und dutzende Spalte verteidigt. Und so endet es nun. Ich rutsche auf Koboldblut aus und schlage mir den Schädel an einer Stufe ein. Und die Aufgabe, diese Festung zu verteidigen, fällt an meinen Lehrling. Dann war's das also. Die Welt wird untergehen. Okay, der hat schon mal eine ganz schön hohe Meinung von mir. Ich habe aber den Controller angeschlossen und wollte mal gucken, ob es auch irgendwie mit dem Controller geht. Bin ich mir aber unsicher. Ich würde mal behaupten, dies geht nicht. Ich habe gedacht, der hätte jetzt hier nur angezeigt. Okay, gut. Borde hätte ich mir sparen können, aber dann wissen wir das. Ich schalte nur gerade mal eben wieder aus. Was schon mal auch wieder positiv ist, es ist Deutsch. Gut, so, jetzt können wir hier anscheinend mit B können wir ein Zauberbuch öffnen. Können also hier eine Waffe wählen, wir können einen Klingenstab. Oh, den finde ich doch... Ah, ich kann hier meine Slots bestücken mit irgendwelchen Zaubern. Eine Stachelfalle, Vampirhandschuhe. Oh, das klingt auch super. Elektroschocker, Mana-Quelle, Bodensänger. Oh, das ist auch cool. Klingt gut. Kostet aber dann anscheinend hier irgendwie Kohle oder sowas. Alchemistenwanzen. Okay, das sind anscheinend Sachen, die ich irgendwie kostenlos habe. Die hier habe ich anscheinend immer. So, da kann ich hier so ein bisschen rumlaufen. Erstmal so ein bisschen ausprobieren. So, damit kann ich schießen. Hiermit kann ich durch die Gegend hauen, da kann ich die zweite Aktion irgendwie machen. Und 4 komme ich nicht hin mit dem Mausrad. Da kann ich anscheinend durch 4 drücken. Durch 4 drücken? Ich muss 4 drücken. Und dann kann ich aber hier irgendwie... Okay, wahrscheinlich muss ich das so machen, damit die dann so hier verbrannt werden. So, jetzt würde ich mal sagen, mit E entfesseln wir mal die Horde und wir gucken mal, was passiert, oder? Wir stellen uns mal hier neben hin, da kommen sie gleich. Da kommen sie! Habe ich gemerkt, Attacke! Ah, hier neben habe ich noch irgendwie Bogenschützen. Und ich kann selber hier mit so einer MG-Armbrust schießen.
Die ist aber zum Teil auch relativ ungenau, habe ich so den Eindruck. Ich hätte einfach zwei von diesen Fallen hier hinstellen sollen, da wäre es doch einfach relativ entspannt gewesen. Aber so macht es halt auch ein bisschen mehr Spaß, ne? Aber wir können ja nochmal gucken, wo sehe ich denn überhaupt wie viel? Ach, 2751 habe ich. Na, guck mal, dann kann ich doch mich hier mal zum Kollegen Bogenschützen stellen. Guck mal, hier ist auch was, hier kann man sich was holen. Was ist denn das? Bringt das was? Hier einfach mal todesmutig. Oh, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Oh, schnell weg. Oh nein, 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 oh nein. Also offensichtlich haben die hier auch eine Aufladezeit, meine Fallen. Das heißt, ich muss alleine auf die Fallen mich zu verlassen, ist dann doch irgendwie nicht so gut. Hier muss man schon irgendwie kräftig mitschießen, damit das hier was wird. Wahrscheinlich wird es auch ein bisschen entspannter, wenn ich irgendwann mehrere Fallen habe. So, bisschen Heiltrank bunzen. Und dann machen wir doch jetzt hier einfach nochmal zack, zack. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt hier. Schauen wir mal, was jetzt hier so passiert. So, jetzt ist der Fondi wieder aufgeladen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan hier. Mit diesen Fallen ist das, glaube ich, jetzt ein ziemlich guter Plan. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen mitschießen hier. Ich habe natürlich auch jetzt die ganze was auch immer ausgegeben, ne? Ich frage mich halt immer, wie lang... Ah, hier 3 von 3. Oben rechts sieht man, wie viele Wellen da jetzt noch kommen. Da ist einer durchgebrochen. Aber wie viel in dieser Welle noch passiert, weiß man jetzt auch noch nicht so richtig. So, ich schieße einfach mal hier wie so ein Weltmeister. Auch hier so ein bisschen meine Bogenschützen mal ein bisschen beschützen, dass es denen nicht irgendwie übler geht. Oh, dem ist es schon übel ergangen, aber er freut sich, ne, ist klar. Gut. Da freut er sich. Grafik ist ja auch ganz nett. So, wir wollen natürlich... Was können wir denn hier machen? Verbesserungen kaufen. Okay, Stachelfallen nageln Gegner für eine Weile fest. Verbessern. Kostet 5 Totenköpfe. Ist aber aus irgendwelchen Gründen hier so ausgegraut. Ach Quatsch. Das sind die Kosten, das ist das, was ich habe. Deswegen ist es auch ausgegraut. Ergibt Sinn. Gut, dann fahren wir mal fort. Da haben wir eine Pfeilwand. Du erhältst Pfeilwand. Hey, cool. So, jetzt können wir ein Zauberbuch öffnen. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen mehr machen. Das heißt, ich kann also hier... Wir nehmen das mal noch. Und dann würde ich mal sagen, nehme ich mal hier eine Stachelfalle. Das hat mir eben Spaß gemacht. Und wir nehmen das hier mal. So, und jetzt kann ich wahrscheinlich erstmal hierher gehen und erstmal... Jetzt, da der alte Mann tot und meine Lehrzeit endlich vorüber ist, kann ich endlich die volle Macht der Spalte nutzen. Für jeden verteidigten Spalt erhalte ich ein neues Spielzeug. Ja, ist doch cool. So, dann machen wir doch hier mal eine Falle und da eine Falle. Dann haben wir hier schon mal eine Stachelfalle. Dann kommt jetzt hier... Dann lassen wir mal ein bisschen Platz, oder? So, dann machen wir hier zwei von den Dingern. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt muss ich erstmal irgendwie
Weil diese Pfeilwand. Ja, das kriegen wir schon noch. So, los geht's. Aber jetzt habe ich gar keine Bogenschützlache. Ich habe hier hinten aber einen Ritter, der sich ins Getummel stürzt. Und wir schießen jetzt erstmal wie ein Weltmeister. So, mal gucken. Jetzt laufen die wahrscheinlich erstmal hier auf diese Pfeilen und dann kommen das Feuer und. Das war jetzt schon mal irgendwie ganz gut erfolgreich. So, es gibt 4 Wellen offensichtlich. So, nächste Welle. Da kann ich doch jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen den auch schon mal das Leben hier schon mal ein bisschen schwer machen, oder? Das ist auch so ein Maustastenkiller jetzt wieder, ne? Also man muss hier schon irgendwie wie ein Verrückter drauf klöbbeln. Na. Die Armbrust ist halt auch unglaublich ungenau, ne? Aber wir haben ja quasi noch unsere Pfeilwand so als letzte Verteidigungsbastion. Und da bauen wir nämlich gerade noch eine hin. Vielleicht hier, oder? Ach, hier können wir eigentlich auch einen reinbauen. Ja, das sieht auch cool aus. So, komm, hier, dritte Welle. An diesen Felsen mögen sie zerbrechen. Hier kann man ein bisschen mal Beschuss nehmen und ein bisschen einschüchtern. Ah, das sieht doch gut aus, oder? Hier kommen doch kaum welche durch. Und die paar, die kriegen wir doch hier. Ich glaube, es gibt auch welche, die gepanzert sind, die dann ein bisschen. Die dann so ein bisschen. Was passiert denn jetzt hier? Warum sind jetzt hier Todesdinger da? Was passiert jetzt? Kann ich jetzt hier nichts hinbauen oder was? Was machen wir jetzt? Wir könnten ja mal schauen, ob wir hier einfach noch ein paar bauen. Einfach mal vielleicht hier, hier, hier und hier. Und eigentlich diese Dinger, die sind eigentlich super gut, oder? Da können wir doch einfach hier schon mal direkt da, wo sie rauskommen, einfach schon mal so ein bisschen. Kann man jemals so viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Und ich weiß halt nicht, was diese roten. Ach, das bedeutet wahrscheinlich, dass da Fallen sind. Also sozusagen so eine quasi Todeszone jetzt schon. Da steht eine Säule, da kann ich nichts hinbauen. Aber hier könnte ich noch was hinbauen. So, komm, Horde entfesseln, oder? So, da kriegen die ersten da schon mal eins übergebraten. Und dann müssen sie irgendwie da durch diese Stacheln durch. Und da kommen aber gleich nochmal Stacheln. Und dann kommen aber hier auch. So, jetzt müssen wir mal anfangen zu schießen. Jetzt wird es langsam ein bisschen voll hier, ne? Kommen aber ganz schön viele Orks irgendwie. Ja, das wissen wir spätestens seit Herr der Ringe Orks, die gibt ja in rauen Mengen irgendwie.
Passiert mir eigentlich was, wenn ich in meinen Fallen stehe? Kopfschuss. Der ist aber nicht umgefallen. Der weiß das noch gar nicht, dass er einen Kopfschuss hatte. So, wollen wir hier nochmal gucken, ob wir jetzt irgendwas weisen können. Jetzt habe ich 10, jetzt könnte ich was machen, ne? Ist das jetzt gut? Nee, ne? Was macht der hier? Größere Flächenwirkung. Und das hier? Mana-Quelle. Achso, da kann ich wahrscheinlich irgendwie aufladen oder so. Sturmschocker. Nee, noch lohnt sich das, glaube ich, nicht. Ein Krabumfass. Na, das ist doch fein. So, jetzt haben wir wieder hier so ein paar Slots. Das hier habe ich eigentlich überhaupt nicht gebraucht, ne? Das versuchen wir jetzt mal ohne. Dann nehmen wir mal wieder so ein... Wir nehmen mal so dieses Ding da. Dann... Hier hatten wir ja echt tierisch Spaß dran. Das war irgendwie gut. Das war cool. Und mehr geht auch schon nicht. Oh, wen haben wir denn hier? Schießt mit einer Armbrust auf dich und deine Gefolgsleute. Oh. Der ist quasi so von der Entfernung unterwegs, gell? Okay, die laufen einfach nach vorne. Na, wir versuchen das mal. So, jetzt heißt, da unten kommen die. Ein neuer Tag, eine neue Festung. Es ist eine gute Idee, hier runterzuspringen. Irgendwie brechen sie immer durch die Türen. Wir sollten etwas dagegen tun. Ah, okay, hier ist quasi... Ah, okay, hier kann ich ein bisschen rumlaufen, gut. So, das heißt... Was heißt denn das jetzt hier? Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal wieder mit den Teilen an. An denen hatte ich echt Spaß. Das ist natürlich jetzt auch... Jetzt brauche ich schon drei nebeneinander, ne? Der Gang ist ziemlich breit. Dann machen wir jetzt mal hier so diese Fässer. Die können wir doch hier ganz gut... Warum machen wir nicht direkt hier ein Fass? Dann sind die doch direkt schon mal ein bisschen beeindruckt, oder? So, dann machen wir hier ein Fass. Und... Ja, weil es so schön war, machen wir gerade noch ein Fass. Das wird wehtun. So, die wollen wahrscheinlich dahin laufen, ne? So, dann entfesseln wir mal die Horde und gucken mal, was passiert. Das Fass ist halt jetzt weg, ne? Ich weiß auch nicht, ob das nochmal wiederkommt. Das habe ich mir mit den Fässern, ich weiß nicht wie, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Das könnte jetzt hier ein Mega-Fail werden. Hätte ich doch jetzt mal meine Lanze, ne? Ja, die Fässer sind halt einfach weg, ne? Ja, die Fässer sind doof. Die mag ich nicht. Wenn ich fallen will, dann will ich fallen. Nur für dich. Etwas ist im Weg. Achso, egal. Oh, hier kommen jetzt diese vermaledeiten Armbrustschützen. Aber die laufen auch nach vorne. Das ist ja auch schon mal erfreulich. Dass die auch schon mal so ein bisschen hier... nach vorne gehen. Da ist wahrscheinlich diese Pfeilwand ist da wahrscheinlich eine gute Sache. Weil die ist ja dann... Ja, hier ist denn die Möglichkeit. Ja, dann machen wir doch mal eine Pfeilwand. Die tun wir doch mal schön hier hinpacken. Und hier so eine Falle. Nee, die nicht. Die Falle können wir noch irgendwie hier hinstellen. Vielleicht hier hin. Und wieder stressig durch die Gegend ballern. Das wird Ihnen gefallen.
Okay, die Fässer kann ich halt hinwerfen und dann kann ich die beschießen und dann explodieren die. Was ja auch schon mal tendenziell irgendwie ganz hilfreich ist. Wie viele Wellen sind das? 5. Sind die jetzt auch erledigt? Oder stehen die wieder auf? So, jetzt kann ich aber doch nochmal die Dinger. An denen habe ich nämlich irgendwie schon meinen Spaß gefunden. Und hier bauen wir noch eine Falle hin. Und hier mittendrin können wir ja noch irgendwas reinbauen, ne? Ne, können wir nicht. Ach, nicht genügend Geld. Achso, ich bin falsch. Hier wollte ich hin. So, komm, hier direkt. Können sie direkt in die Falle laufen. So, jetzt sind wir doch hier einigermaßen gut aufgestellt. Wie viel von der Welle noch übrig ist, sieht man aber nicht, oder? Also kommen jetzt nicht noch 10.000 Orks oder kommen noch 5? Das kann man jetzt nicht so gut sehen. Aber meine Fallen machen doch jetzt die ganze Arbeit, würde ich mal sagen, oder? Oder muss ich Angst haben, dass hier irgendein Ork durchkommt? Einfach mal gucken, ob irgendwie einer von denen jetzt hier durchkommt. Ich glaube nicht. Ah, vielleicht doch. Da kommt noch eine Welle. So, aber auch. Dann machen wir doch hier noch was hin. Und oh, hier kommen jetzt aber lauter Aufbruchsschützen. Aber auch die haben doch eigentlich hier gar keine so richtige Chance, oder? Komm, da stellen wir noch so ein Teil hier hin. Hier diese Armbrusttypen. Also ohne Fass macht das viel mehr Spaß. Das Fass ist, glaube ich, auch irgendwie ganz okay. Aber ich finde vom Spielspaß her ist das mit diesen Fallen irgendwie ein bisschen feiner. Man freut sich einfach ein bisschen mehr. Oder sehe ich das falsch? So ein Fass ist halt, ich werf's halt hin und es macht Boom, ne? Aber die Fallen, das ist so irgendwie, weiß ich nicht. Mir gibt das was. So, was sagt das jetzt über mich aus, ne? Ich hätte es jetzt trotzdem noch gut gefunden, wenn man irgendwie sehen würde, wie viel von der Welle noch übrig ist. Das habe ich jetzt noch nicht entdeckt, dass es das irgendwo geben würde. Sollen wir mal gucken, Verbesserung kaufen. Jetzt habe ich schon 15 Schädel. Ich lasse es mit den Verbesserungen. Wir riskieren es nochmal. Ein Windgürtel, was macht der denn? Der, da kann ich die wegpusten oder was? Hm, nicht gerade viel Platz zur Verfügung. Vom Tor zum Spalt ist für die Orks nur ein kurzer Weg. Okay, dann nehme ich das. Gruben könnten nützlich sein. Windgürtel, Gegner und Objekte wegschubsen und aufheben. Was eine Säuregrube hat er gemeint?
Militärfalle weiß ich nicht. Ich würde halt tatsächlich nochmal das nehmen und das und das. So, never change a winning team, oder? Und vielleicht... doch eine Teerfalle. So, nicht viel Platz, hat er gesagt. Weil, wo wollen sie denn hinlaufen? Da wollen die hinlaufen. Die wollen hier dann ums Eck laufen. Da wollen die hin. Hier wollen sie hin. Okay. Aber dann ist doch hier dieser Engpass, ist doch eigentlich eine gute Sache für mich. Dann könnte ich doch erst schon mal sagen... weil die müssen ja dann hier irgendwie durchlaufen. Machen wir erstmal so. Das wird sich hübsch und hier so. Machen. Und so. Oh, ja. Und das ist doch dann schon mal erst eine gute Sache, oder? Mal gucken. Ist natürlich jetzt hier, sich einfach drauf zu konzentrieren, dass man hier so einen Engpass hast und die dann irgendwie hoffentlich dann auch alle drauf gehen, wenn sie durch diesen Engpass laufen, ist natürlich auch schon... es gibt ein gewisses Risiko, ne? Weil irgendwie könnten die Fallen ja auch out sein, also wie jetzt zum Beispiel. Aber da habe ich ja dann hier die... ach hier, da ist einer irgendwie... die muss ich aber jetzt schon deutlich mehr einstecken, ne? Die werden halt auch immer robuster, diese Biester. Oh, ich habe irgendwie... geht hier gerade meine Lebenskraft ganz fiesen Bach runter. Ich habe ja auch noch nirgendwo so ein Lebensdings gesehen, ne? Oh nein, nicht aufgepasst. Geht es jetzt einfach weiter hier oder was? Es geht einfach weiter hier. Okay, das geht wahrscheinlich so lange weiter, bis ich diesen Spalt tatsächlich verloren habe, ne? Aber das heißt doch für mich auch, dass ich theoretisch hier eine Falle hinbauen kann und kann auch hier direkt eine Falle hinbauen, wenn ich denn... so, das ist quasi so die letzte Bastion. Aber ich habe irgendwie dummerweise die Waffen von mir kann ich anscheinend nicht wirklich verbessern. Die sind halt so, wie sie sind. Das müssen wir erstmal wieder hier hinbrennen. Ich fürchte fast, ich gehe hier nochmal drauf. Was? Oh, da geht's ja auch. Von der Seite könnte ja auch kommen. Hätte ich mir denken können, ne? Hätte man auch oben auf der Karte gesehen. Ach, wenn ich in der Nähe stehe, heile ich mich. Okay, jetzt habe ich wieder so eine kleine Verschnaufpause scheinbar.
Jo, dann mal los. Direkt hier die Jungs mal ein bisschen unter Beschuss nehmen. Vielleicht sind die Fallen auch ein bisschen zu dicht beieinander, dass sie einfach gleichzeitig auslösen, ist vielleicht nicht so gut. Aber Kopfschütze sind auch eher so zufällig hier. Oh, die stehen ja wieder auf. Das geht natürlich nicht hier. Ich habe den Eindruck, die werden auch so ein bisschen robuster irgendwie mit der Zeit, ne? Ich dachte gerade, er wäre über die Falle drüber gesprungen. D4 wollte ich haben. Genau da. Da ist es. Diese Mistviecher, die schießen halt auch auf mich, ne? Aber vielleicht kann ich jetzt hier hinlaufen und mich heilen. Kommen die durch? Tatsache, die kommen durch. Okay, so, habe ich irgendwie was? Was brauchen wir? Wir brauchen mehr Feuer. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Feuer. Das ist schon die Welle 6 von 6, ne? Also irgendwie. Vielleicht warten sollen, bis sie halt rüberlaufen, ne? Aber wir haben es doch geschafft und sind nur einmal hops gegangen. So, was gibt's hier für Verbesserungen jetzt noch? Jetzt habe ich 17. Jetzt könnte ich hier. Oh, das ist ja schon so ein bisschen meine Lieblingsfalle, ne? Die verbessern wir. Okay. Die verbessern wir jetzt mal. Ich hoffe, die wird nicht teurer dadurch, ne? Das wäre sonst doof. So, was bekomme ich? Einen Bogenschützenwächter. Die Angriffe der Orks sind organisierter als sonst. Mir recht. Ich mag's, wenn die Gegner sich zur Massenschlachtung versammeln. Okay, hier wird es auch langsam so ein bisschen komplexer. Also hier kommen ein paar durch und da kommen ein paar durch. Aber ich muss erst vielleicht mal hier schauen, was ich überhaupt haben will. Der ist halt auch recht teuer, ne? Okay, die sind aber gleich geblieben von Kosten. Das ist schon mal gut. Aber erst will ich das haben, dann das. Das fand ich cool. Das fand ich cool. Er erkennt ein Muster, ne? Ich finde die Fallen irgendwie schon irgendwie ganz geschmeidig. Was hatten wir denn noch nett? Wir hatten hier noch die
Fluggegner. Fluggegner habe ich ja noch nicht. Hier verlangsamt Gegner. Bringt das was? Vielleicht, ne? Probieren wir mal aus. Gut, so, dann können wir jetzt wieder anfangen, Fallen zu bauen. Und ich glaube, ich setze auf das Konzept, wir bauen hier eine undurchdringliche Fallenwand. Aber so undurchdringlich kann ich das gar nicht gestalten. Sieh mal, ob das passt. So, erstmal so. Und damit riskieren wir es jetzt erstmal, würde ich sagen. Da kommen Sie! Kobolde. Wie, Kobolde? Bäh. Die sind halt schnell, ne? Die Kobolde. Aber scheinbar kommen die jetzt erstmal alle hier lang, ne? Von rechts kommt dann noch gar keiner. Kann ich die doch erstmal hier in aller Ruhe irgendwie wegbrezeln? Was passiert jetzt? Da kommen wieder welche von da. Hier mitten reines Getümmel. Jetzt aber auch nicht unbedingt organisierter als sonst, ne? So, jetzt kann ich doch hier meine Lieblingsdinger wieder. Da war ja irgendwas mit mehr Flächenschaden, dass das Teil jetzt hier auslöst, ne? Wollen wir mal gucken, ob es vielleicht hier schickt? Dann machen wir hier eins hin. Und da eins hin. Ah, okay, jetzt kommen sie auch auf direkten Weg irgendwie. Diese kleinen, schnellen Biester, ne? So, was könnten wir denn jetzt hier noch veranstalten? Also da kommen ja dann welche, da kommen welche. Ich habe 3000 irgendwas. Das Verlangsamen habe ich jetzt auch nicht wirklich gebraucht, ne? Wir können aber doch hier einfach einen hinstellen. Dann ist das doch schon mal... Dann wissen die doch schon mal, auf was sie sich einlassen. Und dann... Lassen wir die hier mal so ein bisschen durchlaufen. Und weil es so schön ist, stellen wir den jetzt hier auch einfach noch mal so eine Stachelfalle direkt hier hin. So, und los. Da kommen sie. Von allen Seiten jetzt. Wie, diese kleinen, was waren das? Kobolde, ne? Die sind so ratzfatz schnell. Welle 4 von 6. Also Fallen haben auch Lebenspunkte, also vermute ich mal fast, dass es irgendwann so weit kommt, dass sie meine Fallen auch kaputt machen, ne? Das hier ist für dich, alter Mann. So, kann ich wieder ein paar Fallen hinstellen? Ich kann wieder ein paar Fallen hinstellen. Quatsch, 8. 2.
Wir machen mal. Hier. Etwas Feines für dich. Da. Also da funktionieren die Fallen jetzt schon mal ganz schön gut. Da kommt jetzt so richtig keiner durch. Es kommt hier keiner um die Ecke, das ist ja cool. Ah, jetzt kommen die ersten. Gut. Das wird klasse. Diese echt, diese kleinen fiesen Kobolde. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Oh, super. Es kommen ja natürlich unheimlich viele, ne? Aber macht nichts. Meine Fallen funktionieren ganz gut. Was ist das denn hier? Das hat ja schon mal gut funktioniert. Aber ich habe hier gleich einen Krampf im Zeigefinger. Eine Barrikade. Was macht eine Barrikade? Die sorgt einfach dafür, dass sie woanders langlaufen. Die müsste ja billig sein, oder? So eine Barrikade. Wo ist sie denn? Boah, 800. Das ist aber teuer. Ich mag das hier. Okay, ich bekomme auch immer mehr Slots. Das heißt, ich kann jetzt immer mehr Fallen auch nutzen. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren. Koboldläufer, die sehen ja echt irgendwie ganz schön abgedreht aus. So, was haben wir denn jetzt hier oben? Noch ein Angriff auf die Schwachstellen unserer Verteidigung. Man könnte fast meinen, die Orks würden dazulernen. Wo kommen die denn jetzt eigentlich her? Die kommen aus der Tür. Und hier gibt es jetzt irgendwie sowas wie ein... Das heißt, da muss ich wahrscheinlich aufpassen, weil die Orks können da ja wahrscheinlich auch durchlaufen. Können die Orks da durchlaufen? Ich weiß es nicht. Gut, wir können aber hier schon mal irgendwie erstmal so ein bisschen dafür sorgen, dass die schon mal ein bisschen beschäftigt sind, ne? So. Ich weiß halt echt nicht, ob die Orks durchlaufen können oder nicht. Ach komm, wir gucken, was passiert. Okay, es gibt 7 Wellen. Okay, ich hätte vielleicht doch irgendwie die eine oder andere Falle noch mehr gebraucht, ne? Ich meine, da oben sehe ich ja schon auch auf der Karte, ob da irgendwie die jetzt... Gestellt und erledigt.
So, wo laufen die denn jetzt lang? Wo laufen die denn lang? Sie sind oben! Was heißt, sie sind oben? Was heißt das denn jetzt? Was heißt denn das jetzt für mich, wenn die oben sind? Sie sind schon nah dran. Ah, Mist, die können... Oh, verflixt. Oh, verflixt. Das ist natürlich... Die können also da die Treppe hochrennen. Das bedeutet, ich muss hier ganz dringend auch was machen. Etwas Feines für dich. Hier oben könnte ich eigentlich Bogenschützen hinstellen, ne? Verflixt. Jetzt muss ich mich aber sputen hier. Warum habe ich eigentlich nirgendwo diese Pfeilwände? Ich brauche Pfeilwände. Ganz klar brauche ich Pfeilwände. Hier hochlaufen die jetzt gar nicht mehr, ne? Diese fiesen Jecken. Ob die jetzt wissen, dass das irgendwie besser abgesichert ist? Na dann mal los. Ah, jetzt versuchen sie es über die Treppe. Die Ambros ist halt auch so ungenau wie sonst nichts, ne? Was geht denn hier ab? Die laufen einfach hier vorbei, ey. Ich glaub, es geht los. Nix da. Ich habe offensichtlich hier noch eine ganz große Schwachstelle. Anders kann man es ja jetzt auch irgendwie nicht sagen. Die große Schwachstelle ist genau das hier. Was tun wir gegen große Schwachstellen? Feuer. Ach, guck mal, sowas kann ich auch machen. Ist ja cool. Okay, offensichtlich haben sie sich jetzt überlegt, dass über die Treppe es viel cooler ist, hochzulaufen. Versuchen sie jetzt tatsächlich alle über die Treppe hier. Diese 12, ist das die Lebenspunkte von meinem Spalt oder was? Das heißt, 12 Gegner dürften quasi noch durch und wenn mehr durchgehen, ist schlecht. Manchmal trifft man halt auch nicht wirklich, ne? Okay, das heißt, hier brauchen wir auf jeden Fall noch so Pfeildinger. Und hier am besten auch noch. So, wo geht's jetzt lang? Wo laufen sie lang? Versuchen es hier rüber. Das sind diese kleinen schnellen Biester, ey. Oh, die kleinen schnellen Biester, das ist... Was ist das hier eigentlich? Achso, jetzt kann ich hier wieder in Ruhe erstmal so ein bisschen was bauen. Das ist gut, weil ich wollte ja oben da mal Bogenschützen hinstellen.
Die leben wahrscheinlich aber nicht lange, wenn ich die da oben hinstelle. Egal, wir machen das trotzdem. Kann ich die auch drehen? Ich kann die auch drehen. So, also da einer hin. Und da einer hin. Und los geht's. Da kommen welche durch. Da kommen welche durch meine Verteidigung durch. Vor allem hier diese kleinen, schnellen Biester, ne? Denen ist das nämlich, denen sind nämlich die Pfeile gerade total egal. Oha. Oha. Es dürfen nur noch 9 durchkommen. Nix da, nix da, nix da. Das war aber jetzt schon hagelig, ne? Cool, cool, cool. Ich glaube, wir können ein Fazit ziehen, oder? So, was haben wir hier? 8 haben wir. Ich weiß nicht, was diese größere Entfernung denn eigentlich bedeutet. Ah, kosten weniger, das ist gut. Da sparen wir mal ein bisschen. Was ist das hier noch? Barrikaden kosten weniger, das ist auch gut. Gut, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in ein Kampagnenmenü. Und da sehen wir halt entsprechend, was hier alles so auf uns zukommt. Und wie erfolgreich wir anscheinend waren, ne? Also Bäder war nicht so erfolgreich und Zwillingshallen waren jetzt nicht so, Überführung war jetzt nicht so dolle. Na cool, okay, kommen wir mal zu einem Fazit. Und ich würde mal sagen, es ist durchaus ein positives Fazit. Also die Grafik hat mir gefallen, die ist comic-kick schön, macht Spaß anzusehen, die Animationen sind nett gemacht, die Orks sind schön animiert, der Typ ist irgendwie ganz nett. Soundkulisse fand ich auch ganz schmackig, also die Musik, die hat Rums, da macht Spaß auch zuzuhören. Die Soundkulisse mit ist ganz fein, die Sprüche, die der Typ ab und zu mal ablässt, sind irgendwie ganz nett. Und auch sonst fand ich es eigentlich ganz schön, dass man halt neue Fallen bekommt, dass man da so ein bisschen ausprobieren kann. Ich bin jetzt kein Tower-Defense-Freund, also ich finde dieses Spielprinzip ödet mich auf Dauer immer so ein ganz kleines bisschen an. Aber das hier hat mir durchaus Spaß gemacht, weil es so ein bisschen comichaft war. Ich weiß jetzt nicht, wie die Langzeitmotivation ist, aber ich glaube, das ist es auch, wie ich es immer sage, das ist kein Spiel, was man den ganzen Sonntag spielt. Das ist, glaube ich, eher sowas, was man dann auch wieder abends mal eine halbe Stunde, Stunde mal ein Level machen, ja, und dann hat man Spaß und dann ist gut. Also ich würde ein 5 Fähnchen geben, weil ich habe durchaus großen Spaß hier in dieser nicht ganz Stunde und es spielt sich gut, die Steuerung ist einwandfrei, man weiß, was zu tun ist, es macht Spaß, mit diesen Fallen rum zu experimentieren und feines Ding. So viel meine Meinung dazu. Ihr wisst Bescheid, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, schreibt gerne was in die Kommentare, ich bin gespannt auf Orcs Must Die 2, das ist ja auch noch in meiner Bibliothek, kommt dann auch irgendwann wahrscheinlich, keine Ahnung wann es kommt, aber irgendwann kommt's, dann werde ich mir das auch anschauen. Das ist ein schönes Spiel für zwischendurch, hat man wirklich dann Spaß, lustig, genau. Also, wie gesagt, Daumen hoch fürs Video, Kommentare schreiben für den Algorithmus und für mein Ego. Schließt ein Abo ab, macht ihr mir eine große Freude. Ansonsten macht bitte Dinge, die euch Freude bereiten. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.